Wo sind wir? Wir sind im westlichen Wienerwald oder im nordwestlichen, eher der westliche Wienerwald. 17. Gemeindebezirk Hernals, Ortsteil Neuwaldeck, gegensatz zum Ortsteil Dornbach. Der Schwarzenbergpark, die einzige englische Parkanlage in Wien. Was ist englisch dran? Na, also nach dem Vorbild der großen viktorianischen Parks in England wurde das geschaffen in Biedermeier. Von dem Grafen Lazi, über den wir noch sprechen werden. Jetzt ist es Gott sei Dank öffentlich und es ist sozusagen das Basislager zur Besteigung des höchsten Punktes von Neuwaldeck, des Hamo, eine mythische Anhöhe im Wienerwald. Und wir wollen heute, wenn du bereit bist, gute Schuhe, klar, Bergschuhe, Wiener Bergschuhe, auch. Wir werden das Hamo besteigen. Hoffentlich passiert uns nichts. Aber vorher geht es idyllisch durch den Schwarzenbergpark. Gehen wir. Ich suche jetzt einen Obelisken. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn finden werde. Hoppala. Den Hahn. Ja. Gibt's da Bauern? Danke. Da die ersten wilden Bergwiesen, die uns da zum Dach von Hernals schon führen. Hier hat der Herbst bereits begonnen. Die Wühlmäuse bereiten sich auf einen weiteren milden Winter vor. Da, antike Kunst, aber nicht unser Obelisk. Das sagt mir, wir sind auf der richtigen Spur. Den Kopf verloren. Ja. Wer weiß, hat er nie einen Kopf. Also das ist eh so klassisch, die schöne Statue im englischen Garten. Hier allerdings offenbar vom Wald bedrängt. Und vielleicht sogar verschluckt wie unser Obelisk, den wir weitersuchen müssen. Der Graf Lazi oder auch Lacy, früher, weil vorher in Irland, die Familie, noch vorher Lacy, weil normannisch, französisch, uralter Adel, hat eben seine Jugend auf den britischen Inseln verbracht und hat da diese Parks so geliebt und wollte dann ausgerechnet hier zur, glaube ich, großen Verständnislosigkeit der Neuwaldecker auch sowas machen. Und hat sie das verwirklicht. Ja, und da ist jetzt hinter Silbertannen das Forsthaus Neuwaldeck. Und das ist wirklich jetzt der letzte Vorposten der Zivilisation. Bald wird die asphaltierte Straße enden und dann... Dann habe ich die falschen Schuhe. Und dann hast du die falschen Schuhe. Ab hier ist sozusagen normaler westlicher Wienerwald. Du siehst schon, dass sich die Vegetation
mit jedem Höhenkilometer, den wir hier machen, verändert, da die genügsamen Pflanzen des Hochgebirges immer mehr breiten sich aus, das Moos, die Flechte, das, was halt in dieser dünnen Luft noch überleben kann. So langsam mache ich mir Sorgen. Schon wieder so ein Graben. Schau, ich habe eine Feder. Jö, eine Glücksfeder. Aber den Weg wissen wir trotzdem nicht. Ich hab da gesagt, das Hamo ist schwierig. Wir sind Burschen. Der Willi. Willi. Das ist wo schön. Bleibt's denn die ganze Zeit? Wir haben uns vergangen. Nein. Der Weg ist nicht ohne. Ja, der Weg ist der falsche. Warum? Weil warum? Weil ihr natürlich nicht am markierten Weg gehen müsst. Da war es so schön, Moos und ja, Federl habe ich gefunden. Grundgescheit. Nein. Ist noch weit bis zum alles Hamo. Richtig. Geh du voran, Willi. Oh, 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 reite oh, du oh, voran. Oh, oh, oh. So da. Nein. Da. Ja, da warten wir im Hermannskogel kommen. Da können wir auch gehen. Wollen wir aber nicht. Nein. Wir gehen rechts. Das sind ja gar keine richtigen Wege. Ja, das sind alte Wege. Das sind alte Wege, die der Regen ausgewaschen hat. Da wird das alles eben jetzt. Jetzt haben wir das, den grauslichen Weg hinter uns. Das war's schon. Ja. Das ist ja mein erstes Hamo, das weißt du noch wirklich? Nicht. In 50 Jahren wie nimmt das Hamo. Wann was halt mit dir passiert? Okay. Der Geist des Hamos. Es ist ja leider kein richtiger Berggipfel, sondern weil das eigentlich so flach ist. Ich halte mich nur bei dir an, weißt, dann lasse ich mich so weiterzahlen. Eine Hochebene. Mato Grosso. Ja. Brennnessel. Jetzt habe ich mich brennt. Der Wald ist voller Gefahren. Ja. Da kommen gleich die Kletten wohl eh. Die werden aber gern von anderen abgenommen von den Hund und so. Ja, meine Kinder, sie gieren sich zu Tode mit Kletten. Aber gleich. Eine steile Faschase. Wenn man dann wieder noch ganz unten sind, kriegst du den Eis. Jö, der Blick weitet sich. Glaubst du,
war das Haus von den holländischen Dörfern ein Teil oder später? Die Grundmauern sind zumindest von dem Wirtshaus, heißt es. Okay. Der steinerne Teil. Ja. Und wiederum von dem Wirtshaus waren ein paar Teile alte noch vom Holländerdörfel. Aber ob das jetzt davon ist oder später ist, das muss der Stadtarchäologe entscheiden. Ja, wo ist der? Immer wenn du den brauchst. Ist er nicht da. Über Ewigkeit kein Pferd mehr, weil ich hol es heute aus dem Stall. Du sagst, die Adler sind schon ausgestorben, aber ich höre es jetzt überall. Binden sie die bunten Schal um, treiben wir los, wird's so bunt wie beim Berg. Auf uns. Wir sind so mir, die was losziehen. Wie was leicht bleibt, wie was bockig sein. Wie was einmal noch. Es ist ein guter Tag, ein fetter Tag, ein Feiertag sogar. Zausbrim sind wir eh schon seine oder andere Jahr. Wissen die Mollen oder singen oder spielen es war ein so wie du. Lieber Willi, ich weiß, du lebst zum Teil auch in einer alpinistischen Parallelwelt. Man sagt dir nach, dass du das Oberinntal mit Skitouren durchwanderst, dass du das Ausseerland Berge besteigst. Ist das machst du das schon lang, das Bergsteigen, oder ist das ein neueres Hobby? Das ist mir geblieben. Ich habe ja einmal ein Studium betrieben, das Studium des Sportes, um, wie man früher gesagt hat, Leibeserzieher zu werden. Das hast du nicht abgeschlossen? Und habe es nicht abgeschlossen, klugerweise, weil ich dann drauf gekommen bin, ich muss die Musik machen, ich werde immer musiziert. Ja. Dann wird das Sicherheitsnetz haben. Und da ist mir das Alpinistische und Alpine geblieben. Sowohl als Skifahrer als auch als Berggeher. Und das ist mir diese Sehnsucht, rauf muss ich. Seinerzeit die Schmetterlinge miteinander Skifahren gegangen zum Beispiel? Schmetterlinge sind Skifahren gegangen, da waren wir in Innerfilgraten, im Filgratentale, wer es kennt, in Osttirol. Der Ostbahn, die habe ich auch verzahrt nach Innerfilgraten. Und da haben wir sogar eine Platte aufgenommen im Frühstückszimmer von der Pension. Dünn
Sommer, die Sonne scheint durch ein blüschiges Soos. Die Welt ist ein Puppenball, du selber bist groß. Ihr Poppe, so weit und so gut und weh, was das Dir war was abgegangen, wenn du nicht immer wieder auch einen Berg aus der Nähe gesehen hättest. Das ist mir eine Sehnsucht, dieses Gebirgige, obwohl ich mir so schwer tue beim Aufsteigen, weil ich Flachländer, ja, gebürtiger Flachländer bin. Wien hat auch nicht so heftige Berge. Aber es gibt steile Passagen. Hast du als Kind irgendwelche, hast du eine Wienerwald-Vergangenheit? Seid ihr spazieren gegangen im Wienerwald? Wie ich es musste, als Döblinger bin ich immer aufgejagt worden. Na, wir haben die Favoritner Berge bestiegen, wo man nicht viel merkt. Die sind auch nicht so naturnah. Also meine Berge Laaberg, der Kindheit, Laaberg, Wienerberg. Und aber ihr hättet ja auch den Bisamberg gehabt, als eigenen quasi. Bisamberg, da habe ich ganz frühe Kindheitserinnerungen. Irgendwer hat einen VW-Bus gehabt mit Pritschen hinten. Ja. Und dann am kältesten Tag auf der Pritschen war Blachen drüber zum Rodeln auf den gefährlichen Bisamberg gegangen. Ich glaube, der Bisamberg war. Das Hamo ist ja, wie man sieht, nicht gefährlich, aber es ist ein seltsamer Ort, der in der Volksmythologie als Ort des Glücks oder der Sehnsucht, gehen wir aufs Hamo, man strebt aufs Hamo. Ja. Und dann ist es nur diese Lichtung mit ein paar Mistkübel und Bankerl. Und jetzt, die Sehnsucht ist größer als das Ziel. Tu mir das hier nicht banalisieren. Das Hamo, diese Lichtung, hat irgendwas, wo man das Gefühl hat, diese leichte Krümmung ist die Krümmung der Erdkugel. Und wenn man sie da in der Mitte hinlegt, dann schaut man direkt ins Weltall hinein und liegt sozusagen auf dieser. Am Kopf. Ja, also das. Hast du das nie als Kind gehabt, dass du bei sowas das Gefühl hast, das ist jetzt die Krümmung der Erde? Die war halt dann sehr klein. Am Anfang ist alles immer offen. Am Schluss bist du dann selber gern zu. Dazwischen gibt es auch so vorbei, der Punkt, wo du das findest, der Mann.
Tage haben wir's noch weit. Du sagst vielleicht, aber nimmer mehr her. Roman, wo geht der Wind? Von Heiberg riecht's gut noch an her. Und auf der Maaswiese schießt so ein Losbund, wo schon vom Tirol vorbei. Jetzt sind wir, kurz bevor wir wieder die Höhenstraße und die Zivilisation erreichen, noch am Grab des Franz Moritz Graf Lazi, der diesen Park erworben, gegründet, gestaltet, alles Mögliche hat. Der hat gedient hauptsächlich der Maria Theresia und Josef II. Und Verdienste im Siebenjährigen Krieg gehabt, wurde dann Hofkriegsratspräsident, was eigentlich das Oberkommando war. Und war das bis in die 70er Jahre des 18. Jahrhunderts. Und dann so in der zunehmenden, im Alter hat er dann das hier geschaffen. Und wenn man sich seine kriegerischen Verdienste anschaut, kriegt man das Gefühl, dass der Park immer noch das Leibendste war, was er zustande gebracht hat. Ja, und hier schläft er und liegt er und so, hoffentlich geht es ihm da gut. Zuerst haben wir glaubt, ein Wegerl, aber jetzt kommt's uns vor, wird die Zeit. Zuerst haben wir noch wohl bis Mauerbach, aber jetzt kommen wir da nimmer weit. Du sagst, was ist, ich sag. Niemals mehr fort. Roman, wo geht der Wind? Vom Heiberg riecht's gut noch an Heid. Und auf der Maaswiese schießt so ein Lausbund. Ein Schorf beim Tirol vorbei. Roman, wo geht der Wind? Vom Heiberg riecht's gut noch am Herd. Und auf der Maaswiese schießt so ein Lausbund, ein Schorf am Tirol vorbei.